Heute herrscht eine eisige Winteridylle in der Parkanlage vom Platz Spitz Zürich. Vor genau 20 Jahren sind hier die Tore zugegangen, um am jahrelangen Drogenelend ein Ende zu setzen. Beantragt hat die bis heute umstrittene Schlüssig der damalige Stadthalter Bruno Graf. Er sagt, dass das der richtige Schritt war. Ich hätte eigentlich ja früher noch machen sollen. Denn es war so ein langes Hickhack in der Schweiz, in der Politik. Über die Drogenpolitik, den richtigen Umgang mit den Süchtigen, dass es einfach mal irgendwo einen Schutt geben, dass mal irgendetwas passiert. Dass der politische Weg lang blockiert war und man anfangs 90er Jahre in einer Sackgasse gelandet ist, bestreitet auch der Ambros Uchtenhagen nicht. Er war zu Zeiten der offenen Drogenszene als Nothelfer selber vor Ort, hat das Elend miterlebt. Es hat etwas müssen gehen, das ist ganz klar. Aber es war verfrüht. Verfrüht, weil nichts parat war, um die Menschen auffangen. Und deshalb hat es in einer Katastrophe geendet. In allen Hinterhöfen, Schulhöfen und so weiter ist gespritzt worden. Und Drogenhilfe hat nicht mehr können an einem Ort passieren, sondern ist auch auf den Zettel gewesen. Dafür ist es dann endlich vorwärts gegangen mit einer neuen, umfassenden und bis heute geltenden Vier-Säulen-Drogenpolitik. Abgeschlossen sei so einen Weg aber nie. Jetzt hat es sich so entwickelt, wie es normal ist. Schauen Sie, es gibt einfach Phänomene in der Gesellschaft, die kann man nicht mit einem Schlag beseitigen. Das ist eine permanente Arbeit und das ist jetzt auch jetzt so. Man braucht alle, man Prävention, man muss Hilfe, man braucht alles. Und das muss eine permanente Anpassung sein an die Gegebenheiten, die sich von Jahr zu Jahr ändern. Und die Gegebenheiten haben sich geändert. Das Elend vom Platz Spitzli, 20 Jahre zurück, das dominierende Heroin spielt heute nicht mehr so eine grosse Rolle in der Drogenszene. Andere Substanzen und Formen vom Konsum sind aufgetaucht und die dürfen wir nicht ignorieren. Ich sehe ein bisschen schwarz in Bezug auf den Mut, den man damals hatte und der heute fehlt, um vielleicht auch unpopuläre Massnahmen experimentell auszuprobieren und anzuschauen, was daraus wird, was man davon lernen kann. Gerade weil man die Süchtigen heute nicht mehr öffentlich sieht, bräuchte es Mut und offene Augen in der Drogenpolitik, auch 20 Jahre nach dem Needle Park hinter dem Landesmuseum.